Herzlich willkommen im beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik in Dresden. Das berufliche Schulzentrum für Elektrotechnik ist mit rund 2000 Schülern eines der größten Schulzentren im Raum Dresden. Hier werden in der Berufsschule neben den Elektroberufen und den Mechatronikern auch die Berufe der Informationstechnik ausgebildet. Hier an der Berufsschule für Elektrotechnik in Dresden mache ich meine Ausbildung zum Mechatroniker. Eine Besonderheit der Schule ist das 200 Quadratmeter große Mechatronikerlabor, wo die modernste Technik für uns Auszubildende zur Verfügung gestellt wird. Die Fachschule führt zum staatlich geprüften Techniker in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinentechnik, Mechatronik sowie Informatik und ist die drittgrößte Fachschule der Bundesrepublik. Ich mache an der Fachschule für Technik eine Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker für Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Datenverarbeitung und Kommunikationstechnik. Hier messen wir gerade die Betriebsparameter von Frequenzweichen und Filtern an einer Mobilfunkanlage, die von Fachschülern zu Übungszwecken aufgebaut wurde. Ich qualifiziere mich an der Fachschule des beruflichen Schulzentrums für Elektrotechnik zum staatlich geprüften Techniker. Die besonders guten und langjährigen Kontakte des Schulzentrums zu führenden Technologieunternehmen Sachsens und die damit verbundenen Karrieremöglichkeiten waren ein wichtiger Grund, warum ich diese Schule gewählt habe. Die erlernten theoretischen Kenntnisse setzen wir im Labor der Elektrotechnik und Mechatronik um und lernen das Programmieren von Mikrocontrollern und speicherprogrammierbaren Steuerungen. Alle Modelle bestehen aus Industriekomponenten. Also ich fühle mich sehr wohl an dieser Schule, denn hier beginnt meine Zukunft. Ich qualifiziere mich am beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik zum staatlich geprüften Techniker für Maschinentechnik, weil ich mit dieser umfassenden Ausbildung größere Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt habe. Im Rahmen einer Abschlussarbeit erfolgte die mechanische Realisierung eines Foucault'schen Pendels für das berufliche Schulzentrum. Meine Zukunft beginnt hier. Am beruflichen Gymnasium des BSZ E-Technik kann man nach der 10. Klasse in 3 Jahren die allgemeine Hochschulreife in den Fachrichtungen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Technik mit den Schwerpunkten Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Datenverarbeitungstechnik und Bautechnik erwerben. Ich bin Schüler am beruflichen Gymnasium mit der Fachrichtung IOK-Systeme hier am BSZ für Elektrotechnik. Ich bin an dieser Schule, weil hier wirtschaftsnah gearbeitet wird, aber auch kreativ. Hier beginnt meine Zukunft und vielleicht auch deine. Ein völlig neuer Bildungsgang ist die duale Berufsausbildung mit Abitur. Hier kann man in 4 Jahren die Berufsausbildung zum Fachinformatiker oder IT-Systemelektroniker absolvieren und gleichzeitig das Abitur erwerben. Diese Möglichkeit gibt es seit 2011 und ist in Deutschland bisher einzigartig. Ich besuche die duale Berufsausbildung mit Abitur im BSZ für Elektrotechnik. Besonders gut hierbei gefällt mir, dass ich das, was andere in 6 Jahren schaffen, nämlich Abitur und Ausbildung, ich hier in 4 Jahren absolvieren kann. Dadurch sammle ich auch gleich wichtige praktische Erfahrungen, die ich dann in meinem Studium verwenden kann. Ich qualifiziere mich an der Fachschule für Technik zum staatlich geprüften Techniker und habe diese Schule gewählt, weil ich hier zum einen parallel zu meiner Ausbildung meine Fachhochschulreife erwerben kann und zum anderen meine privaten Interessen weiter ausbauen kann. Hier nehme ich beispielsweise gerade einen neuen Versuchsstand zum Thema Windkraftanlage in Betrieb. Das Schulgebäude am Strehlener Platz wurde 1954 im Stil der Bauhaus-Tradition errichtet. Diese Architektur beeindruckt durch großzügige Raumaufteilung und bietet im Gegensatz zu modernen Schulgebäuden außergewöhnlich große Unterrichtsräume und Pausenbereiche. Den Weg zum Strehlener Platz finden Sie durch eine sehr gute Verkehrsanbindung und Nähe zum Dresdner Hauptbahnhof oder, wie viele der Schüler bereits, mit dem PKW. Ich besuche im Rahmen meiner Ausbildung die Berufsschule am BSZ Elektrotechnik. Mir gefällt hier das ausgewogene Verhältnis zwischen fachlichen und allgemeinbildenden Fächern. Eine Besonderheit dieser Schule ist die Turnhalle in der 5. Etage. Basketballspielen mit Blick über die Stadt Dresden, das fetzt.
Ich bin Schüler am beruflichen Gymnasium des BSZ Elektrotechnik mit der Fachrichtung Informatik. Besonders gut an der Schule gefällt mir das positive Lernklima und die top ausgerüsteten Computerkabinetts, mit denen sich auch eigene Ideen gut verwirklichen lassen. An dieser Schule erlange ich den Abschluss zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Mechatronik. In Zukunft wird diese Fachrichtung eine immer größere Bedeutung erlangen. Der Mechatroniker ist sehr individuell einsetzbar, da er eine elektrotechnische als auch mechatronische Ausbildung erhält. Momentan arbeite ich mit einem 3D-Drucker zur Herstellung von Prototypen und Musterbauteilen. Ich qualifiziere mich zum staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Mechatronik hier an der Fachschule für Elektrotechnik Dresden. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, um meine Zukunftsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Im Rahmen einer Projektarbeit beschäftigten wir uns mit der Erweiterung eines Industrieroboters. Dieser Roboter erkennt, unterscheidet und montiert einzelne Werkstücke zu einer kompletten Baugruppe. Die Ausbildung verband Theorie und Praxis auf eine sehr anschauliche Art und Weise. Freundliche Mitarbeiter in den Schulsekretariaten betreuen Sie in allen Schülerangelegenheiten, von der Bewerbung bis zum Zeugnisdruck. Auch in der schuleigenen Bibliothek finden Sie Unterstützung durch eine speziell ausgebildete Bibliothekarin. Ein harmonisches Miteinander beim Lernen und Arbeiten prägen das Klima am BSZ E-Technik. Eine eigene Schulküche hält täglich ein reichhaltiges Speisen- und Imbissangebot bereit. Die Speiseräume laden zum Verweilen ein, viele Schüler zieht es in den Pausen auch auf den parkähnlichen Schulhof. Vielleicht zählen auch Sie schon bald zu den jährlich 700 Absolventen des BSZ E-Technik und somit zu den von Industrie- und Handwerksbetrieben gefragten Fachkräften im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau, Informationstechnik oder Mechatronik. Nutzen Sie die Tage der offenen Tür, um sich näher zu informieren, oder schauen Sie einfach mal vorbei am Strehlener Platz in Dresden.